Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Nordfriesischen Marsch Vierfach am Donnerstag. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben ja gestern gesprochen, ob wir uns einen Drescher oder doch eher ein Feld kaufen sollen. Ich habe auch gestern gesagt, bitte abstimmen in den Kommentaren. Wir haben jetzt mal einen Livestream, eine Umfrage gemacht und da waren tatsächlich 74%, was eigentlich nicht wenig ist, waren für Drescher. Was ich eigentlich schon eine sehr, sehr große Nummer finde. Also wenn es jetzt 51 und 59 ist, kann man sagen, war knapp. Ne? Wir schauen mal. Wir haben einmal, im aktuellen Zustand haben wir kein Angebot vorliegen für den Drescher. Das heißt, wir müssen uns einen neu kaufen. Ich glaube, ich spreche im Interesse aller, wenn ich jetzt nicht mit einem kleinen Rostelmesh anfange und auch nicht mit einem kleinen Deutz. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass diese Felder hier auf der Marsch für diese Anfangsfahrzeuge ungeeignet sind. Ja? Ich weiß, jetzt wird natürlich der eine kommen und sagen, oh, ich mache hier Feld 74 mit 3 Meter und ich habe Bock drauf. Könnt ihr alles machen? Ich habe keinen Bock drauf. Ne? Deswegen einmal sparen, einmal richtig kaufen, fertig. Meine Devise. So, ich muss noch ein bisschen im Auge behalten, was wir hier haben. Wie viele Missionen laufen aktuell? Ich habe 1, 2, 3, 4 Fahrzeuge momentan am Laufen. Hast du den Mod drauf für das Stroh der Missionen? Nee, habe ich nicht. Das bringt mir jetzt aber auch nichts, weil ich keinen Drescher habe noch. Und wenn ich nach rechts umgucke, sehe ich auch, dass wir heute auch keinen Drescher kaufen werden, ne? Einen Trion. Also ich bin ja bei der Drescher-Technik, bin ich ja tatsächlich gewollt, bei Klaas zu bleiben, ne? Ich weiß, da gibt es natürlich wieder Hate und bla und ah nein, das ist doch alles blöd und ja, ich verstehe das. Trotz alledem wäre für mich, glaube ich, der Lexion so, ne? Trion? Ne, warum denn Trion, wenn ich ein Lexion haben kann? Konfiguration groß, klein. Ach, das geht um den Bunker hier oben, ne? Breitreifen trifft nur hinten. Okay, 490, 500.000, ne? Sagen wir mal 500.000. Schneidwerke. Ja, da geht's natürlich schon los, ne? 13,80 Meter. Ach, du Heilige. 13,80 Meter ist auch eine ordentliche Länge, ne? Finde ich das ein größter Schneidwerk? Mag sein. Mag sein, ja. Mag alles sein. Oh, die wollten gar nicht so viel fressen. Na schön. Muss dann 18 Meter drauf nehmen. Warte mal, die Würze. War es nicht du, der vorgeschrieben hat, unbedingt 13,8 Meter kaufen? Jetzt sagst du dir was anderes? Warte. Irgendwer hat vorgeschrieben 13,8 Meter. 18,2 Meter. Jungs, das ist so groß. Also, ich weiß nicht. Aber so groß. Lohnt das? Okay. Also, ich glaube, ob das Schneidwerk jetzt 13 Meter oder 18 Meter hat. Ja, natürlich ist ein Unterschied, das sind 5 Meter. Ist ja richtig. Aber 18 Meter, also in Amerika okay, aber... Also, ich weiß nicht. So ein großer Riesenfreund bin ich nicht davon, muss ich gestehen. Bei mir ist lieber, da kaufe ich mir lieber zwei Originale, weißt du? Da kaufe ich mir lieber einen zweiten Drescher. So, da machen wir nochmal einen Kurs rein. Mit größeren Maschinen eckst du überall an. Das habe ich. Also, du wirst mit dem 13 Meter auch anecken, wenn es drauf ankommt, ne? Weiß ich nicht. Im 19er hattest du auch 18 Meter. Ja, im 19er, jetzt sind wir nicht mehr 19, wir sind im 22er. 23 Meter? Nee, Alter. Da kann ich ja gleich das BG-Cheat-Modell mit 100 Meter reinnehmen, was der Schweizer auf der Platte liegen hat. Ich glaube, der Schweizer hat einen Ordner auf seinem Rechner, der heißt 100 Meter, da ist einfach alles drin.
glaube, da ist einfach alles drin. Aber geht denn dieses... Ach so, an den X9 wahrscheinlich, ne? Geht hier dieses große Schneidwerk ran? Wie viel hat er? 16,2. Wie viel hat er hier? 18. Da ist der wieder größer, ne? Da ist der wieder größer, meine Freunde. Oder können wir den nochmal tunen? Ne, können wir nicht. Boah, das sieht aber auch jetzt schon mal viel breiter aus, ne? Oder täuscht das jetzt so extrem? Der sieht richtig breit aus. Lass uns mal gucken, den Klaas angucken. Er wirkt nicht so wuchtig. Der John Deere wirkt wuchtiger, muss ich sagen. Ich glaube, prinzipiell funktionieren wird beides, ne? Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Funktionieren wird beides. Und funktionieren wird wahrscheinlich auch der hier. Der sieht auch ein bisschen breiter aus, ne? Boah, der kostet ja nochmal mehr. 550.000. Okay, also ich habe gesehen, wir werden viel Geld sparen müssen. Das habe ich schon gesehen, das ist klar. Aber wie viel es wirklich wird, müssen wir mal gucken, ne? So, wie sieht es denn mit unseren Feldern aus? Ich habe natürlich hier noch Felder vor der Türe, wo man jetzt mal gucken könnte. Oder wollen wir mal das hier hinten fertig bauen? Ich wollte hier nochmal ein Dingens bauen, ne? Woran hat es letztes Mal gescheitert, dass ich nicht weitergebaut habe? An irgendwas hat es gescheitert hier. Ich weiß auch nicht mehr, an was es gescheitert hat. Hat es an Geld gescheitert? Ach, More Trees. Den habe ich vergessen, siehst du? Den habe ich vergessen. Es wurde auch dann nochmal vorgeschlagen, dass wir uns hier das Güllebecken in die Mitte reinbauen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, muss ich gestehen, ne? Habe ich gar nicht dran gedacht, dass man hier so dreht. Ich glaube, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, ne? Warum haben wir dazu Nein gesagt? Was war der Grund dafür? Gibt es einen Grund dafür, warum wir das nicht machen wollten? Weil eigentlich kann ich hier auch eine schöne Asphaltstraße rumbauen. Was war deine ursprüngliche Idee? Zu wenig Wenderadius von Stall zu Stall. Ich könnte noch ein bisschen weiter nach hinten, das ist ja nicht das Problem, ne? Wenn ich das so mache, habe ich auf alle Fälle genug Wenderadius. Da spricht gar nichts dagegen. Du kommst von allen Seiten hin, ne? Aufladen an der Seite setzen? Findest du? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache das jetzt so. Ich versuche es einfach mal. Vielleicht wird es auch schlecht. Kann natürlich sein, ne? Vielleicht wird es auch wirklich bäh, aber... Und das Siloarbeit. Ach, stimmt. Da war was, ne? Da war das Falsche, glaube ich. Das wäre das Richtige gewesen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Zweien? Mal, dass das Größte ist, okay, das sieht ein Blinder, aber... Ist es das oder das andere? Erweiterung oder normal? Das ist die Frage. Theoretisch müsste es ja... Ist ein Behälter, wird Gülle zwischengelagert. Theoretisch müsste ja das auch das Richtige sein. So, wenn wir das da hinten hinmachen, ne? Erweiterung? Wofür ist dann das hier, meine Damen und Herren? Wofür ist das hier? Kostet aber gleich viel, ne? Bei normalen musst du auffüllen. Ich meine, du musst die Erweiterung nehmen, damit die Gülle direkt aus der Stelle dort reingeht. Oh, das wäre natürlich... Das wäre natürlich schön, ne? Da könnte man das auch quer machen, so wie vorher jemand geschrieben hatte. Ich hab's gemacht. Ich hab's einfach gemacht. Bin so stolz auf mich. Wie bekomme ich da raus? So, warte mal, wir versuchen das jetzt mal ein bisschen hübscher zu machen. Heute ist die Hübschi-Folge, meine Damen und Herren.
Das würde natürlich jetzt wieder viel Geld kosten. Was haben wir denn da genommen? War das das hier? Sieht fast so aus, ne? Ach, da ist es. Ich hab mich gerade gewundert, woher, wo ist es denn hin? Das war's nicht. Das hier? Ja, das war's gewesen. Schotter! Schotter haben wir gleich nicht mehr. So, machen wir mal ganz grob, ne? Also wenn ich wieder sehe, wie das Geld oben rumgeht, ne? Da habe ich wieder gar keinen Bock. Ne, Quatsch. Mir konnte man irgendwo die Form ändern, ne? Pinselform ändern. Mit V. Wie das irgendwie auf die Idee kommt, dass er jetzt meint, ich mal ein Herz hier, ne? Ne, ich mal kein Herz. Auch wenn es vielleicht so aussieht, ich male kein Herz, meine Damen und Herren. Lass mal hier so einen kleinen Grasrand. Was sagt ihr? So einen kleinen Rand mit Gras? Wird auch nicht so doof, ne? Maschenraut. Kannst auch Dreck malen. Das ist die gleiche Textur wie hier an der Seite, ne? Lass uns mal gucken. Dreck? Da muss man ein bisschen kleiner machen, aber. Gut, Dreck passt tatsächlich besser, ne? Muss ich mir von der Konkurrenz Tipps geben lassen, ne? So. Nee, war nicht teuer, ne? Nein, also bitte. Es ist übergelaufen. Matsch, sagst du? Ich bin keine Konkurrenz. Das stimmt. Haben wir den Matsch hier drin? Wasser? Matsch nass. Wo mache ich denn jetzt Matsch nass rein? Theoretisch? Warte mal, jetzt mal unter uns Schulfreunden, ne? Wie sieht ein Matsch nass auch? Hier? Werner ist arm? Ich bin zu arm, ey. So, was jetzt natürlich noch geil wäre, wenn wir den Schotter noch ein bisschen hier rüberziehen, weil natürlich die Ein- und Ausfahrten müssen natürlich auch geschottert sein, ist ja ganz klar, ne? Alles andere würde gar keinen Sinn machen. Richtiger Picasso, ich sag dir das, ne? Ich wollte ja eigentlich, das wissen ja viele nicht, ich wollte ja eigentlich in Mailand ja mal Kunst studieren, ne? Damals, als ich 3 Jahre alt war. Natürlich, na klar. So, machen wir hier auch nochmal ein bisschen. Da brauche ich ja wieder den eckigen, ne? Ja, genau. So, eine Baufolge haben wir heute, meine Damen und Herren. Unbewusst, aber es nützt halt nicht, ne? So, dann machen wir hier noch ein bisschen. Ah, das sieht aber gar nicht... Chat, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das ist nicht so verkehrt, ne? Ich hätte es mir nicht erwartet, dass das so schön wird. Weil ich es gemacht habe, ne? Na, hier haben wir noch ein bisschen Bullshit hier. So. Damit es aber nicht so hart wirkt, Eigenlob stinkt, ist mir egal. Machen wir das jetzt ein bisschen weicher hier. Weiche Übergänge sind immer angenehmer fürs Auge. Guck dir mal an, das ist noch viel zu hart hier. So,
kann mir vorstellen, wie ein kleiner Werner. Nee. Aber ich war zum Beispiel, ich war so ein Kind, weiß nicht, ob ihr das auch wart. Ich habe immer so, wenn man so früher gemalt hat, dann immer so die Zunge draußen gehabt und hat so rumgemalt. Also nicht auf der Zunge, sondern die Zunge war dann dafür da, um damit die Farbe richtig so platziert wird. So, ich würde sagen, das ist okay. Auch mal, Kind. Ja, es ist so. Es ist so, ne? Man kann sich natürlich später noch überlegen, ob wir hier noch ein Gebäude hinpflastert oder irgendwas. Mal schauen. Weiß ich noch nicht. Aber wir haben jetzt schon mal die zwei Ställe hier angeschlossen. Das heißt, wir können jetzt durchfahren, wir können hinten drehen. Wenn das jetzt zu wenig sein sollte, ne? Können wir immer noch ein bisschen abspecken hier an der Seite. Das Grünzeug. Das wird immer noch gehen. Das ist nicht das Problem. Meine Lieblingsfarbe war Deckweiß. Ja. Kenn ich. Gut. Wir machen dann morgen weiter. Für heute sind wir erstmal fertig, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Und bis morgen. Macht es gut und ciao, ciao.